Am 8.11.2023 um 21.07 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Augustin zu einem Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr in den Wacholderweg alarmiert. Eine Funkstreifenkraftwagenbesatzung traf als erstes ein und brach die Wohnungstür im 4. Obergeschoss auf, konnte die Wohnung wegen des starken Rauchs jedoch nicht betreten. Doch nur eine Minute später ist die erste Feuerwehreinheit vor Ort gewesen. Unter Atemschutz betraten zwei Feuerwehrleute die Wohnung und brachten die gehbehinderte Bewohnerin ins Treppenhaus. Die 62-Jährige hatte im Bett gelegen. Ursache für den Qualm war ihr Sofa, in dem ein tellergroßes Loch vor sich hinqualmte. Die Feuerwehr löschte den kleinen Brand mit einem Schwall Wasser. Alle anderen Bewohnerinnen und Bewohner des Hochhauses konnten in ihrer Wohnung bleiben. Rettungskräfte brachten die 62-Jährige zum Rettungswagen und ins Krankenhaus. Sie hatte eine Rauchgasvergiftung erlitten. Die Feuerwehr blies mit Hochdrucklüftern den Qualm aus dem Treppenhaus. Die Ursache für das Feuer ist unklar und muss durch die Polizei ermittelt werden.